Moin Moin und herzlich willkommen hier auf finanzmarktwelt.de. Mein Name ist Michael Borgmann, ich bin technischer Analyst und Journalist. So, schauen wir uns mal kurz hier eine Aktie aus dem DAX an. Das ist der Wert Beiersdorf. Hier gab es die Tage eine ziemlich üble Rasur für die Bullen und zwar ganz ohne Nivea-Rasierschaum. Da ging das Ganze hier mit der Vermeldung der Quartalszahlen und des Ausblicks hier ziemlich in die Grütze und wir hatten hier eine recht gute Ausgangslage, komplett zerstört dadurch. Hierdurch ergibt sich eine bärische Extremtrendumkehr. Und hier unten muss man jetzt schauen, ob sich der Kurs hier vielleicht in dieser Zone berappeln kann. Ich glaube noch nicht, dass das hier alles gewesen ist. Vermutlich könnten aber kurzfristig hier bald mal Erholungen einsetzen, vielleicht in diese Sektoren, um dann später vermutlich nochmal an diese Linie zu laufen. So knapp unter 80 fände ich die Aktie aber dann durchaus nicht unattraktiv. Muss man mal schauen, was jetzt hier die nächsten Tage kommt. Aktuell so im Tageschart deutet sich ja bereits jetzt an, dass hier so ein bisschen Support über die horizontale Ebene ist. Die Kerze heute scheint auch schon mal recht brauchbar zu sein. Vielleicht geht es ja dann erstmal hier an die Gap-Kante von vorgestern und dann schauen wir mal weiter, beziehungsweise war ja gestern, 27.02. So, ja, Beiersdorf hatte ich erst überlegt, eine Analyse zu schreiben. Da habe ich mir ein bisschen Forex angeguckt. Hier mal Euro, ungarisches Forint. Auch nicht gerade die Standardwährungspaare hier, sondern mehr was Exotisches. Aber hier gibt es doch eine recht nette Ausgangslage hier mit der Option. Wenn der Chart jetzt mal hier vernünftig aufgehen würde, was er nicht macht. Springen wir mal zurück in den Daily. Vielleicht hier auch nochmal an diese Linie später zu laufen. Hier ist dann allerdings zu schauen, ob dann da deutlich mehr bei rumkommen kann. Vermutlich nicht, aber hier so eine korrektive dreiwellige Aufwärtsstrecke da oben hin wäre ja auch schon mal was. Das ist mir aber zu exotisch. Ich nehme dann heute mal Euro, britisches Pfund. Da ist ja immer ein bisschen Pfeffer drin jetzt im Zuge von Brexit und Co. Und wichtiger noch, hier sind wir jetzt auf einem wichtigen Wochensupport. Das kann man hier in dem Chart nicht darstellen, aber hier verläuft aktuell auf Wochenbasis auch der MA 200 in dieser Zone und dementsprechend mit diesem kleinen Vertikalsupport hier vielleicht durchaus eine Option, hier mal Gegenbewegung zu erwarten. Was da jetzt genau bei rumkommen könnte, nachher wie üblich in der Textanalyse. Dankeschön und schönen Tag noch. Tschüss.